neuen Vlog von uns. Jan und ich sehen beide noch ein bisschen fertig aus, waren gerade total am Hetzen, weil wir jetzt nach Rottnest Island rüberfahren und die Quokkas besuchen. Ja, viel Spaß bei unserem Video. Wir sind jetzt auf Rottnest Island angekommen, sind ungefähr 30 Minuten mit der Fähre hergefahren. Ich habe die Fahrt mal wieder überhaupt nicht vertragen, mir ist schon wieder so schlecht geworden. Aber ich musste mich diesmal nicht übergeben, also ist schon mal ein Fortschritt. Und auch Jan ist diesmal schlecht geworden, also er hat es diesmal auch überhaupt nicht vertragen. Aber wir haben es ausgehalten, sind jetzt hier und haben uns auch Fahrräder ausgeliehen, mit denen werden wir gleich die Insel erkunden und nehmen euch natürlich mit. Ja, wir sind gerade keine 10 Meter gefahren, sehen wir schon die ersten Quokkas. Und der erste Eindruck ist natürlich Hammer. Die sehen so süß aus, ne? Sehen ein bisschen aus wie große Ratten, aber man erkennt, dass die halt von den Kängurus abstammen. Unglaublich süß aus. Also wir sind jetzt schon seit einer halben Stunde ungefähr auf der Insel und mein Schädel brummt immer noch. Also wir haben wirklich immer Probleme, wenn wir mit dem Boot länger unterwegs sind. Vielleicht habt ihr ja mal ein paar Tipps, die uns helfen könnten. Das erste Quokkas-Selfie. Also die Insel heißt Rottnest Island, weil die Quokkas, die sehen halt ein bisschen aus wie Ratten. Die haben einen Rattenschwanz hinten dran. Und Rottnest Island steht halt für Rattennest, ne? Genau. Der Trip hat uns jetzt pro Person 60 Dollar gekostet. Das war halt ein Angebot. Das ist bei Ferry Express Rottnest Island oder so heißt das. Kostet halt, ist immer dienstags 60 Dollar pro Person. Und für Parken haben wir jetzt nochmal pro Person 5 Dollar bezahlt. Aber das war jetzt uns auch egal, weil wir halt ziemlich gespart haben. Sonst kostet hier so ein Trip mit Fahrrad über 100 Dollar. Also wenn man dienstags bucht, bezahlt man halt nur 40 Dollar und 20 Dollar Aufpreis fürs Fahrrad, also 60 Dollar pro Person. Hier gibt es noch einen anderen Anbieter, der heißt Fast Ferries. Da gibt es so ein ähnliches Angebot, halt jeden Donnerstag, aber dann ist das halt 10 Dollar pro Person teurer, also 70 Dollar. Und bisher sind wir sehr zufrieden. Also die Quokkas sind so süß, kein bisschen scheu. Also hat sich auf jeden Fall gelohnt und wir haben uns ja noch nicht mal alles angeguckt, also wir freuen uns schon auf den Rest. Da, wo ich gerade übrigens mit dem Finger drauf gezeigt habe, da ist halt ein Wrack und da könnte man normalerweise schnorcheln, allerdings ist das Wetter halt nicht so gut. Es ist ziemlich stürmisch, aber es soll heute im Laufe des Tages noch besser werden. Hauptsache, wir holen gerade zwei Bananen zum Essen raus und sofort kommen hier zwei Quokkas angehoppelt und wollen uns das Essen klauen. Guckt euch mal an, wie niedlich das ist. Die putzen sich hier gerade gegenseitig. Also die Quokkas sind bisher hier auf jeden Fall ein richtiges Highlight. Die sind so niedlich. Wir haben jetzt ungefähr die Hälfte geschafft. Das Ganze hat, es waren glaube ich 11 Kilometer und es hat ungefähr 2 Stunden gedauert. Echoes aside from my soul.
Wir haben gerade eine Schlange gesehen. Unsere dritte. Ja, unsere dritte in Australien. Aber die erste richtig lebende. Ja, genau, die war jetzt nicht angefahren. Die war auch gar nicht so groß, ist auch direkt abgehauen. Wir müssen mal gleich eine Erfahrung bringen, was das für eine Schlange war. Wir waren relativ nah dran, aber sie ist wie gesagt direkt abgehauen. Also als kleines Fazit zum heutigen Tag. Also wir finden, dass sich Rottnest Island definitiv lohnt. Es hat halt irgendwie keine Highlights, oder es gibt keine richtigen Highlights auf der Insel, außer die Quokkas, finden wir. Ja, aber es lohnt sich. Aber es lohnt sich. Also alleine die Quokkas sind Highlight genug. Und wir würden es auf jeden Fall weiterempfehlen. Nicht unbedingt nochmal machen. Also wenn man es einmal gesehen hat, reicht es auch. Aber für den Preis war es vollkommen in Ordnung. Ich würde es, wenn auch nur dienstags machen, weil sonst ist es echt zu teuer. Ja, das war's von uns für heute und ich hoffe, ihr seid beim nächsten Vlog wieder mit dabei.